geflogen. Ja. habt ihr das bei den Flughafen schon gesehen? Den Tür? Ja. Ist auf. Ja, kann ja. Da reingehen. War das schon? Ich habe da schon was gefunden, wo man hochklettert und dann kannst du da rüber gucken. Hast du das gesehen? Nö. Echt nicht? Nö. Eigentlich müsste ich dir das zeigen. Da siehst du den. Ja, ja, da siehst du so einen, auch, du siehst bin doch schon durch das ganze Terminal gelaufen. Wie durch das ganze Terminal? Kommt man jetzt ganz rein? Ja. Ich war da drin, hab den Terminals gesehen, da ist ein Klamottenladen drin und so. Hä, wie hast du das gesehen? Wow. Ja, ich bin über den Zaun geklettert. Hä? Ja. Du meinst über diesen Bauzaun, in den man reinkommt? Ja, ja, nö, da ist sowieso offen. Wie? Vielleicht sind da schon neue Umbaumaßnahmen gewesen. Also als ich letztes Mal reingegangen bin, war da ein blauer Zaun direkt als Gang sozusagen, da konntest du rüberklettern, warst auf der Baustelle, dann konntest du das Gerüst hochklettern und dann konntest nach innen gucken. Ja, am Ende des Ganges. Du kannst einfach eine Treppe hochgehen, dann stehst du und kannst direkt da reingucken. Wo den Arrivals und den Dings sind. Ah, okay. Und wann soll das fertig werden? Ich glaube, die haben schon weitergebaut. Ja. Ich glaube, die haben weitergebaut. Jetzt hab ich Bock, das zu sehen. Ja, lass doch hinfahren. Ja, lass mal echt hinfahren, das interessiert mich. Ja, wenn welche von uns kommen, könnt ihr die gerne machen. Ich gehe nicht decken. Soll ich Sky das sagen? Ja, ja, kannst du. Der ist doch auch hierbei, oder nicht? Achso, ja klar. Na, nee, der kommt meistens nicht mit, weil er immer irgendwas anderes macht. Hä? Hey, da liegen so Teile, ja? Willst du meine Hand halten? Ah! Mh, dumme Kuh. Ey, da hinten ist jemand! Wo? Spast. Hey! So. Hey Junge, Stimmt, was machst du da? Hallo! Hallo! Hey. Hey, was machst du da unten? Wer bist du? Wie bist du da runtergekommen? Ich weiß nicht. Ich bin hier, also der Flug und dann hier und... Wie heißt du? Wir sind Richter, mein Name. Liam Richter. Nein, nein, wer du bist. Was ist das, ein Richter? Digga, da kommt man doch rum, guck mal. Du bist Richter? Nein, das ist mein Name. Richter, nee, da kommst du nicht rum. Doch, über den Dingsklettern. Ey, hier übers Dach. Also was meinst du mit Nachnamen, Richter und... Das ist ein Zaun. Ah, das ist ein Zaun. Guck mal, ob du drüber kommst. Ich bin eh nicht fähig, darüber zu klettern alleine. Ich war das schon. Achso, du hast den... Du bist gerade erst hier angekommen, oder was? Das ist richtig, ja. Jetzt warte ich hier und alle haben frei und ich bin eingeschaltet. Digga, für $500 holen wir ein Seil. Ja. Ich hab hier aber noch zwei Kumpanen, die kann ich nicht alleine lassen. Kann ich nicht im Stich lassen. Ja, dann zahlen die auch nochmal $500. Ich... Ich komm gleich wieder, ich geh mal kurz mit dem... Klär das mal! Ey Richter, ich hab ne Frage! Hallo? Er hat ne Frage, Richter! Ja, ich weiß, aber ich bin noch kein Richter, ich heiße... Du heißt doch sehr, Digga, wie soll ich dich denn sonst ansprechen? Er hat gesagt, noch kein Richter. Liam, du kannst Liam sagen. Liam? Nicht Liam? Liam, Alter, das heißt Liam. Willst du meine Schemes sehen? Hey, hey, beruhig dich später! Hey, komm mal runter, Stefanie! Ja, er ist ja auch Liam. Ja, der hat seine Eier zu Hause vergessen, ne? Das macht einen schlechten Eindruck. Und den Stock also, immer noch drin. Coronas, aber er ist nett. Er ist ein bisschen ängstlich, aber nett. Also. Entschuldigung. Nett ist der Bruder von Scheiße. Ja. Was ist euer Plan in der Stadt? Ich würde gerne LKW fahren. LKW fahren? Ja. Ja, musst du beim Supermarkt arbeiten. Die haben LKWs. Ich danke dir. Ja, kein Ding. Habt ihr schon gefragt, wie alt und woher und so? Nö. Nee. Wie alt seid ihr? Wie alt ihr seid? Was? Ja, schrei doch nicht so, ich höre dich doch. Ja, entschuldige, dass ich schrei, wenn du 5 Kilometer entfernt stehst. Das tut mir von Herzen leid. 35 und ohne Eier. Scheiße, du tust mir leid. Wie wär's da? Wer ist der Glatzkopf hier? Das bin ich. Das ist er. Ach so. Ach so, oh. Ah, nee, du wer du könnte hast den Eier. Arm heben, wenn ihr redet? Ich weiß nicht, wer ist. Ich habe das gesagt, was ich denke. Ach, der Liam war der. Ich ja, bin ja, Helmut ja. Schröder, 29. Helmut Schröder? Scheiße, wo kommst du denn her? MV. Deutschland. Mecklenburg. Was? MV? Was ist das denn? Noch nie Vorfelder. Nö, kenn ich mich nicht mit aus. Du, sag mal. Ihr hattet doch so von Angebot gemacht, oder? Was für ein Angebot? 500. Drogen kaufen? Für 500 werft ihr den Seil runter. Nee, oder? Pro Person. Pro Person. Wo hier oben steht. Das fühlt sich günstig. Den ohne Eier soll ich hier schießen. Hä, warte mal. Weißt du, was voll geil ist? Die machen von da unten Welle. Warte mal, wir können auch von hier oben. Macht mal weiter Welle, dann ballern wir euch von hier oben weg, Alter, ihr Fotzen. Ich hab keine Waffe dabei. Ich hab. Hä, sollen wir Hühnchen-Hühnchen-Spring spielen?
Mann gegen Mann. Ganz ehrlich, wir haben hier eine Frau dabei, die reicht für euch drei. Oh ja. Frau, dann hat die schon mehr Eier wie du. Als. Oh. Warte, wie hieß der nochmal? Ich weiß nicht, wer geredet hat. Leon. Er heißt Mike. Er heißt. Du heißt Mike. Du kleine Petze, ne? Jetzt reicht's. Also der Glatzkopf, ne? Der Glatzkopf, Mike und weiter. Ist ganz schön frech. Bin noch nicht frech. Zeig doch mal mal deine Eier. Warte. Sehen? Nee, nee. Überleg dir jetzt ganz genau, was du machst, sonst schießt der nämlich doch gleich jemand runter. Echt? Aha. Und dafür muss ich nicht mal meine eigene Waffe ziehen. Wer seid ihr drei denn jetzt nochmal? Ich hab's vergessen. Das ist Mike der Glatzkopf und ich freue mich schon, wenn er draußen ist. Deine Trenchcoat ist Liam. Hey Liam. Was hast du hier zu verlieren? Ey, Griddel, schwing dich doch mal auf dein Fahrrad. Und komm mal. Schwing dich doch mal auf dein Fahrrad, Griddel. Schwing dich doch mal auf dein Fahrrad. Ja, aber ich kletter da nicht runter, weil dann komme ich nicht mehr hoch. Ja, weil es so schwach ist. Was hast du gesagt? Alter. Hey, kann den mal kurz jemand tanzen lassen von euch? What the fuck? Ich will jetzt hier nicht rumballen, am Ende kommt Sicherheit, Bruder. Oder die klatsche ich um, ist mir doch egal. Die Sicherheit, gibst du rückwärts, wenn ich jetzt anfange auf den zu ballern? Ja, mach ich. Nein, ich baller doch jetzt nicht auf den. Ja, passt auf, das Ding ist, wir können euch ein Seil holen, ne? Aber vorher müssen wir euch einzeln ausfragen und befragen, das ist sehr wichtig. Kriegen wir das hin? Ich denke, ja, das ist im Rahmen des Möglichen, ja. Okay, fangen wir an mit Glatzkopf, Kowski. Wie heißt du? Meinst du dich? Oh, Digga, wie viele haben da unten eine Glatze? Bitte, schon der erste Idiotentest direkt durchgefallen. Du bist der Letzte, der drankommt. Trenchcoat. Wie heißt du? Ich? Liam. Digga, wenn einer noch einmal ich fragt, nachdem ich ihn direkt anspreche mit einer Beschreibung, die nur auf ihn zutreffen kann, schieße ich euch von hier oben ab. Das ist ein Versprechen. So, du bist jetzt der Letzte. Typ mit dem weißen Sweatshirt mit... Schröder. Top, Helmut. Freut mich für dich. Woher kommst du, Helmut Schröder? Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern-Rostock. Vorher Berlin, richtig? Richtig. Du bist also ein Ur-Berliner. Was hast du in Berlin gemacht? Bist du LKW gefahren? Ich bin LKW gefahren, ja. Und hier willst du auch LKW fahren? Das wäre mein Traum. Ja. Gut, du bist durch schon mal. Stell dich links zu diesem Dings da. So, jetzt hier, Glatzkowski. Trenchcoat hat sich nach ganz hinten geworfen. Glatzimann! Der hat schon ja gesagt. Ey, Glatzi. Komm ein Stück ran hier. Warte mal, ich mach mal Platz, vielleicht hörst du den. So, hörst mich jetzt. Jetzt höre ich dich, welcher Glatzkowski. Wie heißt du? Ja. Mike. Weiter. Rossi. Geil. Bist du verwandt mit dem Motorradfahrer da oder was? Oder mit dem hier im Formel-1-Fahrer gedöns, meine ich? Keine Ahnung, ich fahr zwar leidenschaftlich gern Motorrad, aber ich guck mir keine Rennen an. Wer kriegt hier die ganze Zeit Nachrichten? Ich schlag gleich jemanden kaputt hier, Alter! Mach das! Digga! So, Mike, woher kommst du? Italien? Nein, ich komme auch aus Deutschland. Aha. Aus Kassel. Ja, Kassel. Aber. Dadurch, dass ich einer der wenigen Deutschen bin, der bei den Marines war. Ja, da kommt noch einer. Ich kacke ab. Hey Dimitri, und, Kollege. Ja, chillt mal. War ich halt viel überall unterwegs, ne? Okay, was willst du hier machen? Ich würde hier gern einfach Taxi fahren, ein kleines Häuschen am See angeln und ein bisschen einfach die Ruhe. Du klingst seriös. Stell mal kurz deine Tasche auf den Boden. Gerne. Jetzt leg deinen Schal da rein. Alter, die Arme, ey. Doch, Mann, ey. Mach doch einfach, was ich dir sage. Ja, ich muss abschießen. Mach zwei Liegestütze. Die müssen den ganzen Scheiß nochmal machen. Kann ich nicht. Mach jetzt zwei Liegestütze, ich krieg ein zu viel. Weiß ich nicht, du stehst in der Befehlskette unter mir. Du bist ein Marine, sag. So, willst du das wissen? Mal 100 machen. Mach mal zwei jetzt, bitte. Ich bin Veteran. Mach doch mal zwei Liegestütze jetzt. Ich bin Veteran, nein. Mein Freund. Machst du bitte jetzt zwei? Ja, okay, dann bist du bist raus. So, Trenchcoat. Ja. Wie heißt du? Liam. Liam Richter. Liam oder Liam? Liam? Liam. Was hast du eben gerade nochmal zu mir gesagt? Dass du zu
zu schwach bist, um hier runterzukommen, habe ich gesagt. Nee, das hast du mit Sicherheit nicht gesagt, sonst wäre ich schon lange unten, du Pimmelberger. Du hast davor irgendwas gesagt. Du? Ja. Dass ich wüsste. Nee, ne? Nee. Wie heißt du? Richter. Liam Richter. Liam heißt das. Deine Eltern haben dir einen wunderschönen Namen gegeben, den du falsch... Ich krieg gleich einen zu... Ey, Typ mit... Was ist das? Danke für die verfickten Dings. Typ mit dem Karohemd, wer bist du? Ich bin Beto. Ich hol dich raus, wenn du den im Trenchcoat wegboxst. Ja, ich hol dich auch raus. Nee, aber ich bin gerade angekommen. Spasti, Trenchcoat, wenn du ihn wegboxst, holen wir dich raus. Boxt euch, verfickte Scheiße, sonst schießen wir auf euch! Boxt euch jetzt! Schieß mal bitte da runter, damit die checken, dass wir keinen Spaß machen. Ja. Waren das jetzt genug Liegestütze? Ja, du bist durch, ganz an den Rand. Wenn die beiden sich jetzt nicht prügeln, dann gibt's hier Ärger. Prügelt euch! Die braucht auch nicht versuchen wegzulaufen. Die kann besser schießen als ne? Als der Veteran. Prügelt euch! Komm du doch runter, dann prüge ich mich mit dir. Ich bin invalide und alt. Oh oh! Oh oh. Ey, was? Ist nicht cool. Ey, Digga, ja. Digga, das waren vollautomatische Waffen. Ja, lass uns vielleicht mal hier einfach bleiben. Ich kann ihm ein Geschenk übergeben. Du kannst ihm das Geschenk geben. Gib ihm das Geschenk. Das ist kein Weihnachtsmann. Hey. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Hallo. Ich hab was für dich. Wissen Sie, was mein größter Wunsch ist, dass Sie Ihre scheiß Schnauze halten? Hey, sorry. Wir haben Geschenke für euch. Erzählen. Wir haben hier gerade einen Schuss gehört. Ich habe auch ganz viele gehört draußen vor der Tür. Brauchen wir gar nicht lügen. Die da unten waren frech, die da unten stehen. Und dann haben wir denen mal gezeigt, dass sie nicht so frech zu sein haben. Mehr nicht. Wir haben nicht auf Menschen geschossen oder sonst was. Oder meinten sie die vollautomatischen Schüsse? Nee, das die waren nicht von uns. Achso, okay, das war nicht von uns. Wir haben nur einmal mit... Dass er dich einfach so stehen lassen. Ja, ja. Dass ihr lauter seid mäßig. Genau. Uns ist zu Ohren gekommen vom Flughafenpersonal, welches sich so ein bisschen eingeschüchtert fühlt und hinter Tresen versteckt, dass hier wohl komische Dinge passieren. Können Sie mir da irgendwie was zu sagen? Da unten ist ein Typ, der ist ein bisschen kaputt in der Birne, aber sonst... Wir haben uns nur mit denen unterhalten, die kommen hier nicht raus. Und wir dachten, wir sind mal so freundlich und geben denen ein bisschen Unterhaltung. Mit den Personen da unten, ja? Ja, mit den Leuten da unten. Wir haben ein bisschen gefragt, wer die sind und was die hier so vorhaben und so, ja. Dass alle Leute, die da unten liegen... Ja, die da unten liegen, ja, das sind die. Aber der mit dem Karohemd ist eben erst dazugekommen. Die anderen sind verrückter. Ach, ich dachte die ganze Zeit, dass ihre Kollegin die redet. Ups. Ach, da unten steht noch jemand. Ja, sehe ich auch jetzt. Wo kommt? Hallo. Hallo. Verhalten Sie sich ruhig hier oben. Okay. Machen wir. Ich habe doch ein Geschenk für die. Damit. Guten Tag. Sie arbeiten hier? Das ist richtig. Mitkommen. Ja. Oh, nicht sie. Abgeschnitten. Die Arme. Also aus Whitelist-Perspektive hätte ja, der Glatzkopf die Whitelist geschafft. Ich wollte von Ihnen einmal gerade den Namen wissen. Vor- und Zunahme. Oh, das wird schwer. Leider. Liam? Hier, Trenchcoat. Ja. Mein Name ist Richter. Liam Richter. Liam Richter, wer liegt daneben? Beto Schwarz. Und wer liegt da hinten in der Ecke? Ich bin der Helmut Müller. Sie sind der Helmut Schröder. Müller. Entschuldigung. Ich habe meinen Namen vergessen. Ich heiße aber mal Müller und nicht mehr Schröder. Hey, sorry. Habe ich Ihnen da oben gesagt, Sie sollen unser Gespräch stören? Oh, da. Oh. An die Wand. Nee. Oh. Haben hier gar nichts. Schicken wir den nächsten rüber. Oh oh. Ich würde jetzt so gerne großkotzig sagen, soll ich die für dich befragen, aber ich glaube, dann schießt er auf mich. Ja, da bin ich. Nee, da sind sie schon die ganze Zeit und dürfen sie aufstehen. Herr Schröder, Schulze, Müller, Meier, Gustav. nun. Wie lange sind Sie ungefähr heute schon hier am Flughafen? So circa eine Stunde. So circa eine Stunde, okay. Alleine hier unterwegs gewesen oder mit den da hinten sitzenden Personen? Mit den hinten sitzenden Personen so circa 20 Minuten. So 20 Minuten. Und über was hat man sich so unterhalten oder haben sie sich angeschwiegen?
Nein, wir haben uns Entschuldigen Sie die komische Frage, aber das passiert oft, dass sich hier Leute anschweigen. Ganz komische Geschichte, verstehe ich auch nicht. Nein, wir haben sofort das Gespräch eigentlich aufgesucht und gefragt, wie es dem, wie die Reise war, was man so vorhat, wie man heißt. Ja. Und? Das Hotel haben wir uns angeguckt. Einer kommt von der Bundeswehr, der war wohl auch schon 2 Tage hier. In Los Welcher Santos. Von beiden? Das dürfte der Herr gewesen sein. Der kommt von der Bundeswehr. Zumindest hat er das in Deutschland getätigt. Ob er das jetzt hier tätigen möchte, weiß ich nicht. Vollidiot. Ja. Ja. Ja, und der andere, das ist ein Anwalt. Der hat wohl seine ganze Familie ist da in so einem Anwaltsverfahren und er möchte das wohl auch gerne weiterführen. Also, denke ich. Sir, er lügt oder ist dumm? Was haben Sie noch so bei den Marines gelernt? Ich würd gern mehr hören. Wollen wir dann die Seite rum? Ja. Ja. Okay. Offizier und ABC-Abwehrsoldat. Handy schubsen. ABC-Abwehrsoldat. Ah ja. Was ist denn ein ABC-Abwehrsoldat? Sagt mir nichts und ich bin eigentlich ganz gut ausgebildet, das sage ich Ihnen. Automatische biologische Kampfstoffabwehr. Ah. Bei den Marines. Und, wie ist das eigentlich so bei den Marines? Was ist los, ey? Vertritt man da die politische Einstellung des Landes oder ist man da politisch eher neutral? Oder geht das in eine ganz andere Richtung bei Ihnen? Politisch neutral, natürlich darf jeder Soldat seine Meinung haben. Das soll ja auch so gesehen sein. Sie sollte aber niemals gegen die Verfassung verstoßen. Sollte niemals gegen die Verfassung verstoßen. Wissen Sie, es gibt jetzt hier keine grundsätzliche Verfassung, aber ich denke, es gibt ein paar Dinge, an die man sich trotz dessen halten sollte. Und ja, moin. Gibt ein paar Sätze, die trotz dessen sehr verwerflich sind. Hallo. Hallo. Welche man nicht so leichtfertig in den Mund nehmen sollte. Hi. Wissen Sie, und wenn ich mitbekomme, dass Leute Sätze in den Mund nehmen, die man definitiv nicht in den Mund nehmen sollte, dann wasche ich den ganz gern aus. Ja, wasch ihn aus. Kernseife, Sir. Oh, ich hoffe, Alter. Mit Kugelseife. Das hat er nicht Sagen Sie gesagt. Mal A. Mit Kugelseife? Ganz lang A. Warum schießen Sie jetzt auf mich? Warum schießen Sie jetzt auf mich? Er hat nicht gesagt, warum schießen Sie jetzt auf mich? Der ist sauber! Warum schießt? Der ist sowieso scheiße zu uns! Oh Gott! Ey, die hat mir gesagt, ich soll die Tür eben zumachen. Die hat mir das gesagt. Das trifft sich doch gut. Wo ist denn jetzt derjenige, der mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollte? Ich! Ja, mir ist völlig egal, was sie dabei haben, aber anscheinend haben sie ja gerade nicht sonderlich viel zu tun, sonst würden sie ja nicht rumlungern. Die Dame, Sie können doch bestimmt die Tür zur Halle aufschließen, oder? Ja. Wissen Sie, dieser Bereitschaftsdienst über die Weihnachtstage kotzt mich an. Ich wollte gerade Mittagsschlaf machen. Der muss die Leiche weg. Eine Leiche rum. Ich wusste es. Hab ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Sie können mir ein Geschenk machen. Entsorgen Sie die scheiß Leiche. Aber kann ich Ihnen das Geschenk bitte trotzdem geben? Bitte, ich muss Ihnen das geben. Sonst kriege ich Ärger. Das ist von Patrick Meyer, der arbeitet hier. Geben Sie her. Und er hat gesagt, soll sie noch umarmen, wenn ich Ihnen das übergebe. Fassen Sie mich an und ich bringe Sie schmerzvollste Art und Weise. Nein, nicht anfassen, nicht anfassen, nicht anfassen. Ja. Räumen die Leiche jetzt weg, Can. Nicht anfassen. Ich helfe dir sogar. Wir helfen dir. Ja, wir helfen. Ah, wir helfen dir. Guten Abend. Schönen Abend, schöne Festtage. Frohe Weihnachten. Und Ostern, ich hoffe, wir sehen uns bis dahin nicht. Ja, dann bringe ich sie mal rein, ne? Ja, wir haben ja jetzt einen Auftrag in die Welt. Wow, ist das cool. Ja. Das